Windsport 2.0 ist meine zweite Abwandlung des Ur-Windsports. Der erste Prototyp verwendete einen Arduino Uno, um Gleichstrommotoren mit Sensorrückkopplung anzusteuern und einen Raspberry Pi, um die Koordinatenberechnung auszuführen. Bei Windsport 1.5 wurden die Gleichstrommotoren durch bipolare Schrittmotoren ersetzt, womit der Arduino zur Ansteuerung entfallen konnte. Wesentlicher Unterschied von Version 2.0 zu dem direkten Vorläufer ist, dass die Ansteuerung über eine SIMATIC IoT 2020 erfolgt. Dabei handelt es sich um einen Einplatinencomputer in einem stabilen Kunststoffgehäuse. Als Betriebssystem kommt Yocto Linux zum Einsatz. Die GPIOs sind wie beim Arduino Uno angeordnet, womit eine Vielzahl an Shields für Experimente zur Verfügung steht. Für den Windsport verwende ich allerdings Dupont-Kabel, welche direkt in die Buchsenleisten gesteckt werden. Diese Weiterentwicklung des Windsport wurde auf dem Messestand von RS Components auf der SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg ausgestellt. Im Anschluss zu diesem Video gibt's zu sehen, was RS aus den Aufnahmen am Testtag in Mörfelden-Walldorf gemacht hat. Als Objekte für Pick-and-Place-Demonstrationen habe ich Würfel mit einer Kantenlänge von 30 mm zur Verfügung gestellt bekommen. In der Hektik des Messebetriebes habe ich dabei nur 10 Würfel verwendet, um eine kleine Pyramide zu bauen. Zurück in meinem Videoraum möchte ich nun zeigen, dass der Roboter durchaus in der Lage ist, höher zu stapeln. Die Zufuhr der Würfel erfolgt über eine schräg gestellte Aluminiumleiste, auf der die Bausteine nach unten rutschen. Somit ist der Punkt, an dem ein neuer Würfel gegriffen werden kann, immer gleich. Zwei der drei Servos ermöglichen dabei, den Greifarm so auszurichten, dass der schräg gestellte Würfel gegriffen werden kann. An der Hardware habe ich im Vergleich zur Version 1.5 nur wenige Änderungen vorgenommen. Die Zahnräder an den Schrittmotoren besitzen nun 24 Zähne, um die Geschwindigkeit etwas erhöhen zu können. Für noch höhere Geschwindigkeiten müssen drehmomentstärkere Schrittmotoren verwendet werden. Der Versuch mit 36 Zähnen an der Motorwelle hat ergeben, dass dann Schritte ausgelassen werden. Die Gecko-Schrittmotortreiber vertragen bis zu 3,5 Ampere Phasenstrom, die Motoren allerdings nur bis zu 1,68 Ampere. Für höhere Geschwindigkeiten sind weitere Besonderheiten der Konstruktion zu beachten. So liegt der Punkt, an dem die Würfel gegriffen werden, nahe an der Kante des Dreieckrahmens. Daher ist die Spannung auf das dritte Kabel nur noch recht klein und der Windsport neigt hier besonders zu Schwingungen. Um dem entgegenzuwirken, habe ich die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung an dieser Stelle deutlich reduziert. Die Seilspannung variiert im Bewegungsraum des Greifers und somit sind auch an anderen Punkten mitunter stärkere Schwingungen zu beobachten. Im Großen und Ganzen läuft dieser Roboter mit seinen speziellen Eigenheiten in Anbetracht der simplen Konstruktion aber sehr präzise. Der Windsport wurde nicht als Industrieroboter konzipiert, Geschwindigkeit ist also nicht das Hauptaugenmerk der Konstruktion. Gedacht ist der Roboter stattdessen als Lernwerkzeug. Ein Nachbau erfordert keine allzu großen handwerklichen Fähigkeiten. Der Dreieckrahmen muss nicht mit hoher Präzision zugeschnitten werden, prinzipiell funktioniert der Roboter auch mit einem windschiefen Grundgestell. Die Umrechnung der XYZ-Koordinaten in Seillängen ist ein gutes Beispiel für die Anwendung trigonometrischer Funktionen und des Satzes von Pythagoras. Die Software, die auf der SIMATIC IoT 2020 läuft, ist fast identisch zu der von Version 1.5, die für einen Raspberry Pi geschrieben wurde. Lediglich die Subroutinen für die Schrittmotor- und Servosteuerung mussten leicht abgeändert werden. In diesen Subroutinen wurden die Befehle zur Ansteuerung der GPIOs angepasst. Ebenso weicht die Initialisierung der GPIOs etwas ab, insgesamt beschränkt sich der Aufwand für die Anpassung aber auf wenige Codezeilen und ist schnell erledigt. Als Webserver läuft Monkey auf der SIMATIC, der Windsport kann somit über eine Weboberfläche von jedem Endgerät mit einem Browser angesteuert werden. Die einzelnen Punkte werden über die Schaltflächen angefahren und in einer Textdatei abgespeichert.
Um nicht alle Punkte dieses recht aufwendigen Pyramidenbaus manuell anfahren zu müssen, habe ich die Datei nach Speicherung einiger Eckpunkte mit einem einfachen Texteditor weiterbearbeitet. Auf einer Messe sind sehr viele WLAN-Hotspots vorhanden, sodass eine stabile Verbindung Glückssache ist, daher erfolgt die Netzwerkverbindung über LAN-Kabel. Der verwendete EDIMAX-Router erlaubt neben der LAN-Verbindung auch eine Einwahl per WLAN, was in meinem Videostudio natürlich problemfrei funktioniert. Über die USB-Schnittstelle kann ein WLAN-Stick mit der SIMATIC verbunden werden und diese so auch direkt in ein Funknetzwerk eingebunden werden. Als Netzteil kommt eine CTOP PSU-100S mit einer Ausgangsspannung von 12V bei bis zu 14 Ampere zum Einsatz, über welche die SIMATIC und die Schrittmotoren mit elektrischer Energie versorgt werden. Die Gleichspannung für die Servos liefert ein zweites Netzteil mit 5V 3A. Auf der Messe wurden zwei induktive Sensoren verwendet, um den Winchbot hin und wieder kalibrieren zu können. Da alle 20 GPIOs durch den Winchbot belegt waren, habe ich eine Brainbox verwendet, um den Zustand der Sensoren über das Netzwerk abzufragen. Die Brainbox Typ ED008 besitzt 8 digitale Ein-Ausgänge, die geschaltet oder abgefragt werden können, indem ASCII-Zeichenfolgen über das Netzwerk gesendet werden. Somit werden nur kurze Leitungen hin zu den Sensoren benötigt und deren Zustand kann über beliebige Distanzen per LAN-Kabel abgefragt werden. Während der 3 Messetage ist der Winchbot zuverlässig gelaufen, lediglich 2 kleine Reparaturen waren nötig. Eines der Seile ist gerissen, da dieses beim Aufbau nicht korrekt über die Kugellager geführt wurde. Mit der kleinen Aluleiste als Messlatte sind die Seillängen nach einem derartigen Missgeschick schnell wieder auf die 60 cm als Startbedingung justiert. Als heimtückisch hat sich erwiesen, dass sich das Zahnrad auf der Welle eines Schrittmotors etwas gelockert hat. Dadurch ist das entsprechende Seil scheinbar immer etwas länger geworden, die wahre Ursache blieb unklar, bis sich dieses Zahnrad fast vollständig gelöst hatte. Schrittmotoren sind generell extrem zuverlässige Antriebe und auch die Servos haben während der 27 Stunden Betriebszeit auf der Messe keinerlei Probleme verursacht und wie zu sehen, arbeiten alle Komponenten nach wie vor einwandfrei. Die spezielle Bauweise des Winchbot hat auf der Messe in Nürnberg die Neugierde vieler Besucher geweckt und ich habe über diesen Roboter einige interessante Gespräche führen können. An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an Arrows Components, die mir ihren Messestand als Plattform zur Verfügung gestellt haben. Wie zu sehen, stapelt der Winchbot in meinem Videostudio die Würfel problemlos aufeinander. Nach Programmierung der Bewegungssequenz hat der Roboter die Pyramide im Verlauf der Aufnahmen zu diesem Video mehrfach ohne Fehler aufgebaut. Etwa 45 Minuten werden für das Stapeln der insgesamt 45 Würfel benötigt, im Schnitt wird also ein Würfel pro Minute in das Bauwerk eingefügt. Die Basis der Pyramide ist etwa 38 cm breit, die Höhe beträgt etwa 27 cm. Mit dem Aufsetzen der Spitze hat der Winchbot seine Mission erfüllt. Die Teileliste, alle Pläne zum Nachbau sowie die Software gibt's auf meinen Seiten als Download. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald.